Warum bin ich hier? Fiel ihr plötzlich ein, während sie hin und her ging. Nicht so viele Schritte, sie ging allmählich steif und war sich selbst fremd. Warum bin ich hier? Sie tastete nach der Lösung zu diesem Rätsel und fühlte sich beim Gehen leicht und absonderlich, halb abwesend. Jetzt war es dicht an der Grenze, die Eishand legte sich auf sie. Sie spürte den lähmenden Frost hier drin. Der Mantel lag irgendwo weiter hinten, das war es. Jetzt konnte die Kälte in ihren Körper eindringen, wie sie wollte. Sie spürte, dass sie Angst bekam, lief zur Wand, um zu dem warmen Mantel zurückzukommen. Wo war sie hereingekommen? Die Wand war ein Berg aus Eis, dicht und glatt. Sie lief zu einer anderen. Wie viele Wände sind hier? Dicht und glatt, wohin sie sich wendete. Sie rief einfach los: Ich will raus! Gleich darauf fand sie die Öffnung. Aber es war seltsam, dieses Schloss. Sie kam nicht zu ihrem Mantel zurück, sondern in etwas, das ihr gar nicht so sehr gefiel. Wieder ein neuer Raum. Und was war das? Da war etwas im Eis. Erst formlos, aber als sie rief, nahm es Gestalt an, leuchtete auf wie ein Eisauge da oben, richtete sich auf sie und brachte ihre Gedanken zum Stillstand. Deutlich ein Auge, unfassbar groß. Dieses Eisschloss ist ein magischer Ort. Es verzaubert die Menschen und nicht nur die Menschen, sondern auch die Vögel. Es lockt sie an und dann verschlingt es sie, so wie die Sirenen. Daran musste ich mal denken aus der Odyssee. Und es ist labyrinthisch, dieses Eisschloss. Hat man es einmal betreten, man findet nicht mehr so schnell wieder heraus. Aber das möchte man dann auch gar nicht mehr. Dieses Buch erzählt die Geschichte zweier elfjähriger Mädchen namens Sis und Un. Un kommt eines Tages in das kleine norwegische Dorf, weil zu ihrer Tante, weil ihre Mutter gestorben ist, ihren Vater kennt sie nicht. Und in dieser neuen, fremden Umgebung hält sie sich zunächst bedeckt, meidet den Kontakt zu ihren Mitschülern. Nur zu einem Mädchen fühlt sie sich auf seltsame Weise hingezogen, nämlich zu Sis. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Nach einem gemeinsamen, verlegenen Abend voll unausgesprochener Fragen bei Un, schämt sich Un, am nächsten Morgen zur Schule zu gehen und macht stattdessen einen Ausflug in das sogenannte Eisschloss. Dort erfriert sie. Und Sis kapselt sich daraufhin immer weiter von den anderen ab, zieht sich in sich zurück und muss lernen, mit dieser Trauer zu leben, den Verlust zu akzeptieren. Das gesamte Buch steht irgendwie in der Schwebe, ist in der Andeutung belassen. Alles ist uneindeutig und voller dunkler Ahnungen. Darin liegt der stille Reiz dieses Buches. Alles ist genauso kalt und nebulös und geheimnisumwoben wie dieses Eisschloss selbst, von dem man nicht weiß, ob es wirklich ein Ort mit Zauberkräften ist oder doch nicht nur eine Masse von gefrorenem Wasser, das Gänge und Hohlräume gebildet hat. Und so wie sich Sis immer weiter in die Isolation zurückzieht, weil sie ihr Versprechen halten muss, ja, das sie gegenüber ungegeben hat. Es wird keine andere geben, ich werde immer an dich denken. So zieht uns Tarjei Vesaas, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich habe nicht vorab nachgesehen, wie man ihn ausspricht. So zieht uns der Autor Vesaas mit dieser unerbittlichen Suggestivität in diese fremdartige, mythische Welt aus Eis und Kälte hinein. Eine Metapher womöglich für die Vereisung der kindlichen Seele, denn geschrieben ist das Buch aus der Sicht des Kindes. Denn als das Eisschloss zu tauen beginnt und mitsamt seinem Geheimnis fortgeschwemmt wird, da beginnt auch Sis aus ihrer Apathie auszubrechen und wird wieder Teil der Schulgemeinschaft. Das Ganze ist also eine sehr stimmungsvolle, atmosphärische, sogentfaltende Parabel, würde ich fast sagen. Eine symbolische Parabel, denn Vesaas war Symbolist. Über Freundschaft, über Verlust, existenzielle Einsamkeit, über das menschliche Miteinander und die Isolation. Und am Ende bleibt so ein dumpfes, berauschtes Gefühl zurück, dass man gar nicht so recht wusste, worum es eigentlich ging in dem, was man gerade gelesen hat. Und dennoch hat man aufs Engste mit diesem Mädchen mitgefühlt. Hochinteressant ist auch die Rezeptionsgeschichte oder allein die Biografie dieses Autors. Denn die Familie Vesaas hatte seit 300 Jahren einen Hof, den sie bewirtschaftet hat, haben und der jeweils auf den Nachwuchs überging. Und Vesaas war der erste Schriftsteller, der sich weigerte, diesen Hof anzunehmen. Und naja, der Weg, den er mutigerweise gewählt hat, hat sich dann schließlich doch bezahlt gemacht. Ende der 50er, Anfang der 60er war er einer der bedeutendsten, meistgelesenen norwegischen Autoren und mehrfach für den Nobelpreis nominiert. Dennoch die Schuld
diesen Hof nicht angenommen zu haben, hat er immer mit sich herumgetragen. Und eigenartig ist es ja schon, als ich dann das Buch in der Buchhandlung gesehen habe und mir dachte, wie kann es sein, dass du von diesem Autor noch nie etwas gehört hast? Das liegt daran, dass der Autor, wie viele andere seiner Zeitgenossen auch, irgendwann einfach in Vergessenheit geriet und verschollen blieb. Der Gogols Verlag hat sich, der sich ja regelmäßig bemüht, osteuropäische, nordeuropäische Klassiker, ungelesene Bücher wieder hervorzuheben und auf den Markt zu bringen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mir fällt hier in Deutschland auch keine Vergleichsgröße zu Wesers ein, weil er eben diesen sehr eigenwilligen Erzählstil hat. Man könnte ihn vielleicht am ehesten neben die französischen Symbolisten stellen, Maurice Maeterlinck oder so. Aber es ist auch eigenartig, dass überhaupt jede Rezension, die ich über das Buch gelesen habe, von einer gewissen Hilflosigkeit oder Unbeholfenheit gekennzeichnet war. Man tut sich schwer dabei, eine Sprache zu finden, um über ein Buch zu sprechen, das ebenfalls eine sehr eigene Sprache verwendet. Und auch Doris Lessing, die das Nachwort geschrieben hat, kurz nach Erscheinen der englischen Übersetzung damals, in den 60ern vermutlich, ringt so ein wenig um Worte, hat man das Gefühl. Sie zitiert sehr viel. Und das ist doch irgendwie ein gewisses Anzeichen für eine Unbeholfenheit, so scheint mir jedenfalls. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wesers ist in deutscher Sprache wieder zu entdecken und diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Chore von Chores Corner hat dieses Buch auch rezensiert, zusammen mit einem anderen von Wesers, nämlich Die Vögel, der auch bei Gogols kürzlich erschienen ist, oder naja, vor 2-3 Jahren wieder aufgelegt worden ist. Sehr sehenswert, er spricht noch ein bisschen ausführlicher über die Bücher. Ich werde euch den Link mal in die Beschreibung setzen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, ihr seht vielleicht, ich befinde mich in unbekanntem Lande, vor unbekanntem Hintergrund, in einer unbekannten Stadt. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr erkennt, um welche Stadt es geht, aber wahrscheinlich erkennt man sowieso nichts. Das ist jetzt noch nicht von Relevanz, aber im nächsten Video, das schon mal als kleiner Teaser, ist die Stadt von Interesse, in der ich mich gerade befinde.